Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch jetzt schon länger gewünscht, beziehungsweise auch sehr oft gewünscht, dass ich euch mal wieder beim Kochen mitnehme. Ich sag's vorweg, ich habe jetzt heute nichts Fancyes, aber ich dachte mir, ich nehme euch einfach mal so beim Kochen wieder mit. Übrigens, im Hintergrund läuft gerade schon die Heißluftfritteuse, die habe ich gerade schon auf Vorheizen gestellt. Heute wird es bei uns Pommes mit Currywurst geben. Haben wir echt schon ewig nicht mehr selber gemacht. Hab schon alles bereitgelegt. Und ja, wollte euch einfach mal so ein bisschen dabei mitnehmen. Vielleicht währenddessen noch ein bisschen quatschen oder so. Ihr habt es euch gewünscht und dann machen wir das doch. Ich habe hier auf jeden Fall schon einmal Pommes. Wir haben bei Aldi die Weltschnitt-Pommes mitgenommen. Die hatten wir jetzt schon länger nicht mehr und da hatte ich nochmal Lust drauf. Und dann haben wir bei Aldi auch die Brutzelknacker hier geholt. Daraus machen wir die Currywurst. Ich habe hier noch Zwiebeln und Knoblauch stehen, Gewürzketchup für die Soße. Da hole ich gleich aber auch noch ein paar Gewürze aus dem Schrank. Sehr einfaches und simples Essen, aber ja, ich zeige euch einfach mal, wie ich das mache. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir legen los. Die Heißluftfritteuse ist jetzt vorgeheizt. Ich habe hier die Pommes und die werde ich jetzt immer hier reintun. Die brauchen auf jeden Fall am längsten. Die mache ich nämlich voll gerne in der Heißluftfritteuse. Machen wir einmal hier ein paar rein. Gut, dass wir eben geputzt haben. Können wir die nämlich noch essen. Nummer 2. So. Die kommen jetzt dann rein. Einmal auf Pommes. Schon direkt voreingestellt. Perfekt. So, während die Pommes jetzt in der Heißluftfritteuse sind, würde ich sagen, kümmern wir uns dann schon mal um die Soße. Ich habe jetzt hier einen kleinen Topf und ich hatte im Kühlschrank noch ein bisschen Zwiebel und Knoblauch. Die mache ich jetzt in den Topf. Ein kleines bisschen Margarine gebe ich auch zum Anschwitzen mit in den Topf. Während das dann jetzt hier anschwitzen kann, nehme ich mir eine kleine Schüssel und dann schneiden wir die Bratwurst schon mal. Ich mache das nämlich gerne so, dass ich die dann vorher schon mal schneide. Dann wird die von allen Seiten so richtig geil angebraten und das schmeckt richtig gut. Always takes too long, yeah too long. I ain't got all weekend. We had a good run, yeah a good run. But the clock is ticking. I gotta move on, yeah move on. I got things to do. All without you, tell me how I can make this easier. Yeah, guide me. I don't want you to get too hurt. There's no need for screams or shouts or ugly words. No, I'm done with getting hateful. Die Zwiebel und der Knoblauch, die sind jetzt gut angebraten. Die Würstchen habe ich jetzt gerade dazugegeben, die sind ja geschnitten. Die lasse ich jetzt ein kleines bisschen anbraten und wenn die so ein bisschen angebraten sind, dann mache ich die wieder in die Schüssel, hole die raus und mache dann die Soße. Und wenn die Soße dann fertig ist, kommen die Würstchen halt wieder rein. So mag ich das eigentlich ganz gern. Ich glaube, wir haben bisher ein einziges Mal oder zweimal höchstens vorher Currywurst zu Hause gemacht. Weil das ist ja auch so ein typisches Gericht irgendwie oder so ein Essen, was man eigentlich nicht so oft zu Hause macht. Also wir jedenfalls nicht. Das ist halt so, das holt man sich am Imbiss oder mal irgendwo, wenn man essen geht. Aber ja, meine Oma hatte Bock da drauf und Jakob auch. Und deswegen haben wir gesagt, dann machen wir das halt mal zu Hause. Und ja, aber so habe ich das dann die letzten Male auch gemacht. So klappt das ganz gut. Und so ist das eigentlich auch ganz lecker. Ich habe gerade auch schon aus dem Froster eine Tüte geholt, also einen Gefrierbeutel, da ist noch Currywurstsoße drin. Die habe ich nämlich, als wir es das letzte Mal gemacht haben, eingefroren, weil ich zu viel hatte. Und die werde ich jetzt noch aufbrauchen, werde aber noch ein kleines bisschen mehr machen, weil das sonst nicht genug wäre. Love is easy,
Baby, can we kill these butterflies? They live and then they die, and that's the way I like it. I just wanna move on with my life. I've loved you for a while, and that's the way I like it. All these butterflies gotta go. I just gotta be on my own. I've been loving you for too long. All these butterflies gotta go. I just gotta be. Die Wurst ist jetzt so gut, es geht von allen Seiten ein bisschen angebraten. Die kommt jetzt zurück in die Schüssel. Oh, ihr seid ein bisschen geschlagen. Upsi. Ich habe jetzt hier den Gefrierbeutel mit der Soße. Die kommt jetzt hier rein. Da kommt natürlich ein Schluck Wasser noch mit dazu, damit es nicht anbrennt, ne? So, die darf jetzt erstmal auftauen. Die Röstaromen, die jetzt eben entstanden sind am Boden, die gehen dann jetzt auch so langsam mit in die Soße. Das kann jetzt erstmal daran auftauen, aber zum Glück klappt das immer ganz gut, wenn man so püreeartige oder soßenartige Sachen einfriert, in Gefrierbeuteln dann glatt streichen, dann ist das super einfach, dass es super schnell wieder auftaut. Ich stelle das jetzt mal ein bisschen höher, dann kann das nämlich ein bisschen köcheln. Die Pommes habe ich auch gerade schon mal gut durchgeschüttelt. Die Teller hier habe ich ja gerade vorbereitet. Die habe ich neu, die sind richtig süß. Habe jetzt hier in das kleine Fach schon ein bisschen Mayonnaise für die Pommes reingemacht. Ich nehme mir jetzt mal einen Schneebesen, damit kann ich das alles noch mal ein bisschen besser verrühren hier. So, in die Soße kommt jetzt noch ein Schluck Cola. Ein bisschen Vegeta, aber ihr könnt natürlich auch ganz normal Salz nehmen. Also das bleibt euch überlassen. Ein bisschen Paprika, da habe ich jetzt Paprika edelsüß. Und natürlich auch Currypulver. Kommt natürlich dann, wenn es fertig ist, auch noch oben drauf. Das rühre ich jetzt einmal kurz um. Und dann mache ich noch Gewürzketchup rein. Weil wir das gerne mögen, mache ich jetzt auch noch ein kleines bisschen scharf rein. Ich habe jetzt einfach von Just Spices das scharfe Topping. Einfach ein kleines bisschen, also nicht zu viel, weil meine Oma isst ja auch mit. Und es wäre dann ein bisschen zu scharf. Ein Löffelchen, ich probiere einmal. Schmeckt schon sehr gut. Also ich hatte ja natürlich jetzt ein bisschen was eingefroren, deswegen habe ich sie jetzt nicht von Grund auf neu gemacht. Ich benutze Cola, weil ich das mal in einem Rezept bei einem Koch gesehen habe und das total interessant fand. Und dann habe ich das selber mal ausprobiert. Und was ich normalerweise auch reinmache, ist noch ein bisschen Orangensaft. Den habe ich aber jetzt leider nicht hier, deswegen kam nur die Cola mit rein. Ihr könnt zum Beispiel aber auch noch andere Gewürze reinmachen. Ihr könnt noch Zimt reinmachen oder... ich weiß nicht was, also da könnt ihr wirklich euer Kreativität freien Lauf lassen. Ich mache jetzt auch noch ein kleines bisschen Petersilie rein, das mag ich auch ganz gern. Ein bisschen Pfeffer mache ich auch noch. Die Soße ist jetzt eigentlich soweit, ich habe jetzt nochmal abgeschmeckt. Die hat jetzt gut aufgekocht, also können wir die Würstchen auf jeden Fall wieder da rein tun. Das sieht schon so gut aus. Boah, das riecht auch hier total geil nach Currywurst, muss ich sagen. Das lasse ich jetzt auf ganz, ganz kleiner Stufe, lasse ich das stehen. Die Heißluftfritteuse piept, das bedeutet, die Pommes sind soweit. Ich habe schon eine Schüssel rausgeholt und Pommessalz. Und dann können wir, würde ich sagen, jetzt schon mal die erste Fuhre schütteln. So, die erste Portion Pommes. Da kommt jetzt ein bisschen Pommesgewürzsalz drüber. Das habe ich auch von Just Spices. Ich liebe das total. Ich habe jetzt hier den ersten Teller und dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen Teller zusammen. Ich mache jetzt als allererstes ein paar Pommes auf den Teller. Und ein bisschen Currywurst. Und natürlich ein bisschen Curry für oben drauf.
Und so sieht der Teller jetzt aus. Pommes, Currywurst, hier ist die Mayonnaise. Das werden wir uns auf jeden Fall jetzt schmecken lassen. Ich habe jetzt einfach mal einen Teller mit euch gemacht. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir natürlich sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich wie immer sehr freuen. Ich würde euch jetzt gerne öfter beim Kochen wieder mitnehmen, auch wenn es nur so einfache Sachen sind. Dann lassen wir es uns jetzt schmecken. Und ich verabschiede mich bei euch. Dann sehen wir uns direkt beim nächsten Mal wieder. Tschüss.